Schönen guten Tag auf den Kanal von DefriFilm. Ja, ihr kennt ja meine Videos und so wie ich merke, seid ihr auch mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Was mir noch fehlt, um meine Videoqualität noch mehr zu verbessern, ist Steadicam, Glidecam, Schwebestativ bestellt. Ja, das Gerät, das hat mehrere Namen. Ich habe es jetzt hier von Amazon für um die 77 Euro. Das packen wir gleich aus. Und dazu habe ich mir noch ein eine Schnellwechselplatte gekauft. Weil wenn ich die Kamera auf dem Schwebestativ habe, dann muss ich ja immer neu alles ausrichten. Die habe ich jetzt auch von Amazon, die kostet 8 Euro, 7,99. Die hat hier einen Riegel, dann kann man das hier öffnen, der Riegel hier auf ist, so. Und dann bleibt das auch gleich in der Stellung hier, hier rein, runterdrücken, verriegeln, fest. Das ist aus Alu. Für 8 Euro habe ich nichts Besseres gefunden. Hier mit Gummi oben drauf. Doch, das ist, werden wir sehen, ob es was bringt, ob es was taugt. So, dann mal zu dem Herzstück dieses Videos. Also, packen wir es mal aus. Und zwar ist es das Tyron Kompakt Schwebestativ Steadicam Stabilisator für Kompaktkameras DSLR. Mit dabei im Lieferumfang, was uns als erstes hier entgegenkommt, ist die Tasche. Da kann man das Steadicam schön drin verpacken. Ist auch schön gepolstert hier, also richtig dick gepolstert. Erstmal beiseite. So, dann kommt uns auch gleich die Steadicam entgegen. Hier haben wir noch eine CD mit dabei. Keine Ahnung, was da drauf sein soll. Weg. Und der leere Karton. Hier sieht man nochmal. Hier sieht man nochmal die Aufkleber. So, weg. So, dann haben wir hier auch schon die Steadicam schön eingepackt. Oha, die ist aber klein. Das ist jetzt die 40 cm Version. Das Ganze aus. Schön leichtgängig. So, hier oben ein Schlitten, da kommt die Kamera rauf. Hier losdrehen. Ah ja. Kann man das hier verstellen. Schön Zentimeterangabe hier. Und mit. Mit der Schraube kann man dann nach links und rechts verstellen. Was auch gut ist, man kann hier, wenn es mal nicht weitergeht, Schraube rausziehen und dann an einem beliebigen Punkt wieder aufsetzen. Kann man das dann hier so
wieder festschrauben. Das haben wir hier unten auch. So. Das ist voll ausgefahren, 40 cm. Passt gar nicht auf den Bildschirm rauf, so sieht man das. So, und dann sind hier die Gewichte dabei. Kann man nach außen und innen schieben. Ja, oh, hier unten noch schön Gummipuffer drauf, kann man das schön auf den Tisch stellen oder so. Ja, das war's erstmal mit dem Unboxing. Die Schnellwechselplatte, die werde ich dann hier oben drauf montieren, für die Kamera. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, werde ich nochmal ein paar Testvideos einspielen. Ja, das waren meine ersten Aufnahmen mit der Steadicam Tarion von Amazon für ca. 77 Euro. Da gibt es noch viel mehr Hersteller. Ich habe mich aber für dieses Modell entschieden, da es viele gute Bewertungen hatte. Ich weiß, da kann man noch viel mehr rausholen. Aber fürs erste Mal damit um den Block laufen, wunderbar. Also ich bin sehr begeistert von diesem Gerät. Für das Geld und die Verarbeitung 1A. Ja, schaut euch auf meinem Kanal um. Wenn euch meine Videos gefallen, abonniert mich. Teilt es mit euren Freunden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.